Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen uns heute auf den Weg zur Teufelsgrube. Denn dort gibt es ja seit dem Next-Gen-Update eine neue Quest. Verbrenne diese Saat des Bösen und erleuchte den Weg. Ein Priester des ewigen Feuers. Kann ich den totschlagen? Was ist mit den Überlebenden? Ewiges Feuer, steh mir bei. Was ist denn mit dir? Du, warte! Bleib stehen! Ich bin kein Kämpfer! Hilfe! Hilfe! Ganz ruhig. Ich ermorde keine Priester in Not. Warum nicht? Kein Priester! Ein Diakon! Er ist seit 2 Monaten aus dem Seminar raus. Auf meiner ersten Mission. Und ein Diakon auf seiner ersten Mission tötet man nicht! Moment. Was? Deine Augen. Diese gelbe Farbe, die Pupillen. Darüber habe ich gelesen. Du bist ein Hexer. Da ich weder eine Katze noch eine Natter bin. Ringelnattern haben runde Pupillen, keine schlitzförmigen, aber ist ja auch egal. Bitte, wenn das Tor geöffnet wird, bricht die Pest über uns herein. Mein Freund, das Tor ist offen. Du musst ja verzweifelt sein, wenn du einen Hexer brauchst. Dachte, deine Kirche hasst uns Mutanten. Ein verbreitetes Missverständnis in der Kirche, über das mein Mentor und ich viel diskutiert haben. Jeder kann in dieser Welt Gutes tun. Auch Mutanten. Bist du wirklich ein Priester des ewigen Feuers? Ich finde geil, dass wir beide so eine hässliche Brille aufhaben, ey. Na schön. Aber eine Frage, Priester. Wie soll ein Hexer die Pest bekämpfen? Nicht die Pest, sondern ihren Ursprung. Diese Mine, die Teufelsgrube, ist seit Jahrhunderten ein Ort für die Todkranken. Eine isolierte Zuflucht für die Betroffenen. Ein Loch zum Sterben. Genau das meinst du damit doch. Ich bin nicht stolz darauf. Aber wie sonst soll man dem scharlachroten Nebel widerstehen? Einer unheilbaren Pest, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Man merkt übrigens ziemlich stark, dass das nicht im gleichen Atemzug wie die restlichen Dialoge aufgenommen ist, sondern sehr, sehr, sehr viel früher oder später, in dem Fall halt später. Spricht komplett anders. Was? Ihr habt diesen Leuten zu einem furchtbaren Tod verdammt? Ihr hattet keine andere Wahl, das steht fest. Also eine andere Wahl gibt es auf jeden Fall schon mal, die einfach abzumurksen. Oder halt sich um ein Medikament zu kümmern, ja. Dafür habe ich kein Verständnis. Einfach in ein Loch geworfen zu werden, um langsam zu verfaulen. Was für ein bemitleidenswertes Schicksal. Stattdessen sollen die Erkrankten ihre Familien, ihre Nachbarn anstecken? Dann würden sie auch sterben und andere mit ihnen. Die Kirche will die Gesunden schützen. Es ist, wie es ist. Aber was geht mich das alles an? In der Mine befindet sich eine Salzhöhle, in der es spukt. Alten Berichten zufolge lauert dort jemand. Oder etwas. Ein flüsternder Geist in der Nacht, der die Pest herbeiruft. Doch eine Gruppe Deserteure übernahm die Grube und schlachtete die Kranken ab. Ich sollte sie auffordern zu gehen. Wenn sie die Tore der Mine öffnen und hinabsteigen. Dann haben wir es nicht nur mit Catriona zu tun. Lass mich raten. Auf deine Warnung haben die Deserteure nicht gehört? Schön wär's. Sie haben meine Leute ermordet. Nur ich bin entkommen. Bitte hilf mir. Ich kann dich bezahlen. Diese Banditen und dieser böse Geist müssen beseitigt werden. Hab die Deserteure schon erledigt. Sind kein Problem mehr. Vorerst. Wirklich? Aber wunderbar. Dennoch sollten wir nicht lange warten. Irgendwann wird wieder jemand in die Mine gehen. Ja, die Deserteure habe ich irgendwie in schätzungsweise Part 5 bis 50 besiegt, glaube ich. Das habe ich relativ am Anfang gemacht, meine ich. Wir schnacken jetzt aber erstmal weiter. Wenn hier wirklich ein Hexer gefragt ist, muss ich mehr wissen. Wie lange ist dieser Geist schon in der Mine? Hat man ihn je gesehen?
Mir wurden nur Ausschnitte aus den Dokumenten gezeigt. Ich bin nicht so hochrangig. Aber ich glaube, er ist vor langer Zeit erschienen. Nach den Opfern der ersten Epidemie. Die Kirche hat einmal versucht, den Geist zu exorzieren, aber ich wüsste selbst gern, wie das endete. Bei den Details waren sie eher geizig, hm? In der Tat, unseren Patienten zufolge hörte man in letzter Zeit flüstern in der Nacht. Flehen um Gnade, aber geisterhaft, seltsam. Es ist alles so beängstigend, aber mehr weiß ich nicht. Ja, Brudi, ne? Bei so einer wichtigen Aufgabe sollte die Belohnung angemessen sein. Wenn das, was ich dabei habe, als angemessen zählt? Was hast du denn dabei? 200. Das ist ja gar nichts. Also ist halt legitim gar nichts. Gib mal 250. Gib 250, okay? Einverstanden. Irre. Ein Teil davon kommt aus meiner Tasche, doch ich denke, das ist es wert. Alles, was nicht mehr in die Kirche geht, ist gutes Geld. Okay, dann werden wir mal eben kurz die Mine ficken, würde ich sagen. Let's go. Gut, ich helfe dir. Und du wartest am besten hier, mit meinem Geld. Natürlich. In dieser Situation könnte ich das Geld kaum besser ausgeben. Ich schwöre dir. Der Schlüssel. Er öffnet das Tor zur Mine. Geh mit dem ewigen Feuer, Hexer. Ich schneide dir die Finger ab, wenn du mich fickst. Wenn dem ewigen Feuer Spaß macht, leb wohl. Er ist sehr viel tiefer und rauer gesprochen als sonst. Finde ich tatsächlich nicht schlecht. Aber ist halt komplett anders als im restlichen Spiel. Öffne das Tor zur Mine. Machen wir. Wir haben ja schon alles abgestochen. Die Eskorte des Priesters. Schnitte und Stiche. Schwerter. Deserteure. Ja, wir gucken uns natürlich erstmal noch ein bisschen um. Offensichtlich sind hier trotzdem noch Gegner. Obwohl wir gesagt haben, ja, wir haben die schon abgestochen. Ja, okay, die sind halt irgendwie Level 9, ne? Servus. Also, die sind halt echt der Uwe. Ich hatte gesehen, dass ich da was liegen lassen hatte. Frechheit, dass ich hier was liegen lasse, ey. So. Scheiße. Wie gesagt, hier waren wir ja schon vor einer Ewigkeit. Servus. Oh, one hit. Mir bleibt keine Wahl. Dreckige One Hits, Stirb! So. Ja, scheiße, ist unten. Wir können eigentlich direkt nach unten gehen, ne? Sind wir mal ehrlich. Hier wird es nichts mehr für uns geben. Was wir noch nicht haben. Ich höre Geräusche. Ein Schnaufen. Guten Tag. Schon mal ganz schön, dass wir uns nicht übermäßig überfordert sehen werden. Denn, ja gut, es ist halt ein sehr, sehr altes Gebiet. Ich mag es ja ganz gerne auch mal OP zu sein. Ich bin jetzt niemand, der sagt, Spiele müssen unglaublich einfach sein, damit sie ne, für jeden zugänglich sind. Absolut fein, wenn es einen Schwierigkeitsgrad gibt. Rein als Notiz. Lieber O, ich hoffe, du erhältst diese Nachricht in guter Gesundheit. Nimm dich in Acht vor den Wesen, die in der Mine lauern. Ich dachte erst, hier wären Pestgeister irgendeiner Art am Werk, doch sie benahmen sich eher wie Menschen, die jedoch auf seltsame Weise zutiefst benommen waren. Eine neue Art Ghoul? Erscheinungen? Eine Manifestation von geballten Leiden? Was diese Wesen auch sind, die meisten haben nicht versucht, mich zu verletzen. Zumindest nicht sehr. Dennoch rate ich zur Vorsicht. Kurz runterscrollen. Achte vor allem auf diejenigen, die von Nägeln durchbohrt sind. Die erscheinen mir besonders gefährlich. Ich musste einen davon töten, als er mich angriff. Ich dachte erst, es wäre ein Ghoul. Doch seine Eingeweide waren ganz und gar eindeutig menschlich. Die meisten Organe waren jedoch stark beschädigt, Symptome eines Blutfiebers. Es war mir ein Rätsel, wie er überhaupt noch am Leben sein konnte. Meine Vermutung ist jetzt,
Moment. Meine Vermutung ist jetzt, dass es sich um eine Art der Besessenheit handelte. Etwas hat seinen Körper deformiert und ihn dann aus unbekannten Gründen wieder verlassen. Ich habe ein paar Proben gesammelt, die uns... Was? Die unsere Mentoren sehen sollten. Habe ich vielleicht wirklich eine neue Spezies entdeckt? Ich bin gespannt darauf, deine Meinung zu hören. Reinhard. PS. Ich habe Meister Algas Hypothese an einigen von ihnen getestet. Er hatte recht. Verstreutes Salz bringt nichts. Nur mit einem kompletten Kreis kann man sie an einem Ort festhalten. Und es funktioniert nur, wenn er wirklich perfekt ist. Pures Salz, keine Lücken. Okay. Von Salz halten Hexer, glaube ich, nicht so viel. Oh, schön. Hört sich jetzt erstmal nach irgendwelchen Dämonen an, wegen dem Salz, klar. Aber, was liegt hier? Aufnehmen, eine Fackel und eine große Ödenglyphe. Warum ist hier rot? Und was soll ich hier aufnehmen? Ich drücke E, aber es passiert nichts. Ah, verbuggt, schön. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Ich tippe auf Zombifizierter. Die von irgendeinem Dämon wahrscheinlich besessen sind oder so. Ne, weil ich verstehe nicht, wie er noch leben kann. Gedärme alle angegriffen und so. Klingt schon sehr nach Zombies. Das mit dem Kreis aber wiederum nicht. Servus, was hängt hier für ein Brief? Oh Gott, schon wieder 8 Meter lang. Lieber O, wenn du das hier liest, dann hast du meine Nachricht gefunden, die ich wie besprochen in der Nähe von Novigrad hinterlassen habe. Wahrscheinlich hast du dich schon gefragt, wer von uns beiden recht hatte. Es wird dich sicherlich erfreuen, dass du es warst. Das gebe ich bloß ein einziges Mal zu, also koste es jetzt aus. Wie dem auch sei, obwohl der Auftrag recht einfach erschien, hätte ich auf dich warten sollen. Wie oft haben wir jetzt schon diesen Fehler gemacht, hm? Ich denke, dass ich mich mit irgendetwas angesteckt habe. Krank geworden bin ich. Und ja, ich weiß, dass das völlig unmöglich ist, aber mir fällt keine andere Erklärung für mein Fieber und meine Gedächtnislücken ein. Ich hoffe mal, dass ich eine einfache, ungewöhnliche... Was? Ich hoffe mal, dass ich einfach eine ungewöhnlich schwache Konstitution habe für einen Hexer. Denn jede andere Erklärung wäre noch viel besorgniserregender. Falls der schlimmste Fall eintreten sollte, habe ich ein paar Notizen für dich vorbereitet. Ich habe jeden der Orte mit unserem Zeichen markiert. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Okay, ein Hexer. Reinald der Hexer. Okay, kenne ich nicht. Und O kenne ich auch nicht. Egal. Ich werde vorerst mit einem Trank experimentieren, der Petris Filter ähnelt. Wobei mir dafür aber das Schöllkraut fehlt. Mit etwas Glück habe ich etwas im Gras unter der Teufelsgrube herum. Was? Mit Glück finde ich etwas... im Gras um die Teufelsgrube herum. Ansonsten müsste ich Seewandpilze benutzen. Wenn alles gut läuft, wirst du diesen Brief nicht einmal lesen. Wenn es schief geht, aber das wird es nicht. Dann hebe ich das Rezept und die Zutaten für dich auf. Wie gesagt, nur für den Fall der Fälle, weil du das hier eh nie lesen werden musst. Reinald. Ich glaube, er musste es lesen. Eine Notiz. Rezept für einen Trank mit Schöllkraut. Sollte nach diesen Orten suchen. Bitte, hilf mir! Klingt schon glaubhaft. Könnte aber auch eine Falle sein. Das würde Reinhard sein. Durchsuche die Mine. Ich möchte kurz mal bei Quest-Sachen gucken. Beziehungsweise bei Alchemie und dann bei... Moment... Zack, Quests. Das hatten wir alles schon vorher, glaube ich, ja. Okay, schade. Uninteressant. Gut, ich gehe davon aus... Also warum... Seit wann können Hexer irgendwas kriegen? Die sind immun. Egal, wie schwach die Konstitution ist. Ja, komm. Mein Medaillon vibriert. Mal nachsehen. Wolfsschule? Das Zeichen der Wolfsschule. Alt. Sehr alt. Sehr eckig, ne? Getrocknet. Eine Art hämorrhagisches Fieber. Haben wir noch...
Die Lampe. Und wenn ja, wo? Das ist doch eindeutig ein Ort für die Lampe, oder? Da, magische Lampe. Keiras Lampe dürfte hier sehr nützlich sein. Ich benutze sie bereits. Da findest du mich nicht. Okay, hier sind ein ganzer Haufen Kranke. Der spielt hier mit seinen Fingerchen. Mhm, okay. Speicher nochmal. In diesen Knochen steckt dunkle Energie. Der Geist vielleicht? Könnten wir sie nicht einfach anzünden? Okay, die Leute sind hier also nicht allzu fit gewesen. Und röcheln hier so ein bisschen rum. Aber es ist ein altes Zeichen, der Wolfsschule scheint alles schon relativ lange her zu sein. Warum ist da oben jetzt plötzlich ein Priester, der uns anhält? So. Du verschwendest bloß Zeit. Ist okay für mich. Mich interessiert allgemein mal, ob man vorher schon mit Keiras Lampe Sachen gefunden hätte, wenn man die einfach mal benutzt hätte. Ich habe die ja nie benutzt, wo nicht. Was ist da oben? Das Kästchen hätte ich gerne. Wie komme ich da ran? Okay. Also Real Talk, ne? Wie komme ich da ran? Das sieht mir schon verdächtig nach Scheiß aus. Okay, ich habe mich glaube ich festgewagt. Ne, geht. Warte mal. Speichern. Danke. Bitte nicht runterfallen. Ein Kyras. Warum hier oben? Nö, hier ist nichts, okay. Ach, hier hätte man auch hochgekonnt. Ja, runter. Okay. Was ist da oben noch gelb? Achso, das Zeichen der Wolfsschule. Gut, dass ich nicht hier runter bin, sonst hätten mich wahrscheinlich die Fässer gekillt. So, hallo. Der rechte Gang. Genau. Dort wirst du mich finden. Wir ignorieren den erstmal. Eines der Wesen, die Renald erwähnte. Große Irdenglyphe. Noch ein Hinweis. Hilft mir jemand? Also der Geist sagt rechts und die ganzen Zeichen sagen links. Halt! Nicht da lang! Die Höhle ist deutlich größer, als ich erwartet habe, bin ich ehrlich. Dritter Brief von Reinald. Oh, ich musste mich ein Weilchen hinsetzen. Die Priester machen das Tor noch immer nicht auf und meine Kräfte lassen nach. Meine Kraft lässt nach. Mein Körper fühlt sich an, als würde er verbrennen. Ich kann mich nicht mehr an die vergangenen Stunden erinnern. Den vergangenen Tag? Ich bin in dieser Dunkelheit gefangen, quäle mich mit törichten Gedanken und kann mich nicht ablenken. Weißt du noch, wie wir gelernt haben, Ghule zu jagen? Die Leute in dem Dorf glaubten, dass Nekrophagen auferstandene Tote sind, die von dunkler Magie angetrieben werden. Ich wollte dich fragen, was passieren wird, wenn ich hier versage, aber ich kann mich auf einmal nicht mehr an deinen Namen erinnern. Osma? Noda? Omunz?
Amund? Osmund. Jetzt habe ich es wieder. Ich hab's wieder. Jetzt ist es so klar. Aber für einen kurzen Moment nichts. Ein Loch in meinem Gedächtnis. Keine Ahnung mehr, wer du bist. Langsam glaube ich, dass ich diesen Ort niemals verlassen werde. Interessant. Okay, die bauen da irgendwie den Scheiß zu. Hier nichts. Ein bisschen Asche. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, aber es scheint ein bisschen verrückt hier gewesen zu sein, ne? Und überall liegen Irdenglyphen. Knochen, Blut, getrockneter Schleim. Opfer des scharlachroten Nebels. Die Wände sind zerkratzt. Menschliche Fingernägel. Die Kranken wollten hier raus. Sie haben sie also hier lebendig eingemauert. Okay. Ja, Kirche cool, würde ich sagen, ne? Finde gut, dass sie in Witcher realistisch dargestellt wird. Ah, hier halt noch mehr. Zack. Da geht's weiter. Andere Hexer waren hier. Aus der Wolfsschule. Das wissen wir schon, Geralt. Guck mal, hier hinten geht's weiter. Aber hatte ich nicht mehr als zwei von diesen roten Gängen gesehen? Scheinbar nicht, okay. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Da sitzt einer. Servus. Will ich den berühren? Ich habe ein mieses Gefühl hier. Wer bist du? Okay, Bruder. Warum macht er uns nicht mehr das Licht an? Finde ich sehr unfreundlich. Mehr Blut. Part ist auch schon zu Ende. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.